Das aber. Ja. Mission. Ah, ich bin wahrscheinlich in die falsche Richtung unterwegs. Ich finde das Diesellager. Ja. Laut dem Pfeil bin ich völlig woanders. Können wir da. Können wir da irgendwie ranzoomen? Plus, Minus? Mausrad? Klick? Nein. Da steht zwar Zoom einfach oben, aber irgendwie können wir nicht ranzoomen an die Karte. Gut. Wir sollen also eigentlich nicht hier lang. Was? Gerüchte verbreiten ist Landesverrat. Okay. Du stinkst. Und ich hab's gerochen. Nein, das ist natürlich nur ein Gerücht. Ach nee, sorry, Geruch. Gerucht. Ein Gerucht. So, kommt der noch? Oder ist der verschwunden? Da hinten ist der. Wäh. Nein, du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Ich bin nicht da. Nein. Ich bin nicht da. Der hat mich auch nicht gesehen. Das Spiel ist schon ein bisschen, Zack. Ja. Was labert der da? Ah, verrosteter Schlüssel. Sag mal, was labert der da? Nimm Brief. Gesundheit voll. Okay. Inventar, ein Brief, der vielleicht nützliche Informationen enthält. Dear Gretchen, my thoughts turn constantly to how you are doing. Please don't worry about me. Even if so much is demanded of us, we will come through it together. Nothing bad can happen to me, for I sense that I have a guardian angel. Many of my comrades have wound up in hospital with poisoning just because they do not pay attention to their gas masks. But that cannot happen to me. Please don't worry about me. We are even safe from airplanes here. What could happen to me? Don't give up hope, dearest. Whatever happens. One day I will return home, and then I will always be there for you. Heartfelt hugs and kisses. Your Carl. Okay. Also das deutet darauf hin, dass wir vielleicht, wenn wir irgendwo eine Gasmaske finden, diese benutzen sollten. Denn hier gibt es den ganzen Tag nur Bohnensuppe. Und die Soldaten sind alle. Ja, die sind alle ein klein wenig. Okay. Gucken wir mal durchs Schlüsselloch. Hier ist nichts. Ah. Dem Sammlerstück? Das? Ah, ein Siegelring. Gucken wir doch mal. Offensichtlich ein sehr wertvoller Ring, der in einer militärischen, traditionsbewussten Familie jeweils an den Erben weitergereicht wurde. Und wie ich eben schon sagte mit der Mundharmonika, das wurde versteckt an Orten, wo keiner danach suchte. Ja. Kriechen. Kriechen? Okay. Kann der mich sehen, während ich hier krieche? Nö. Gut. Auch wenn er direkt in meine Richtung guckt. Ja, dich meine ich. Zack. Gasmaske. Eine Gasmaske mit Atemschutzfilter, die vor giftigen Gasen und tödlichen Kampfstoffen schützt. Pfeifen allerdings verhindert. Haha, sehr witzig. Okay, den Körper brauche ich nicht aufnehmen, oder? Obwohl. So, packen wir den mal hier hin. Spannung ist ja kaum auszuhalten. Oh. Zack.
So. Den schleifen wir auch mal weg. Da ist die Latrine. Nee, wir tun ihn zu seinem Kumpel. Oh, nee. Ich denke immer, da ist irgendwas, aber da ist nichts. So, hier. Ja, ihr könnt jetzt ineinander verschmelzen und euch, ja, glückliche Stunden bereiten. Vor allen Dingen die Waffe, die ich da oben gefunden habe, die hat einen Schalldämpfer. Sehe ich das richtig? Okay, hier ist also sonst nichts. Das heißt, jetzt kann ich hier auch normal durchlaufen. Lalala. Oh, hier ein bisschen Kohl. Hm. So, was ist denn das hier? Die Musik mag ich aber gar nicht. Gucken wir mal. Ja, ist noch keiner. So. Ach, hier ist ja eh keiner. Und hier stehen Fässer davor. Da kommt man natürlich nicht weiter durch diese Tür, die mit diesem komisch leuchtenden Schlitz uns sagt: Betrete mich. Komm schon, geh durch mich hindurch. Ich wette, auf einem schwierigeren Schwierigkeitsgrad würden wir hier in diesem sogenannten, ich nenne ihn mal jetzt Hub, würden wir höchstwahrscheinlich dann auf Gegner treffen. Notausgang, da will ich natürlich, da darf ich nicht raus. Wie sieht's aus? Die Tür kommen wir auch nicht durch. Wir treten nur mit Atemschutz. Okay. Wir sind gespeichert, also. Ah, ich brauche erst eine Sprengladung. Finde Sprengstoff. Naja, wahrscheinlich ist der im Munitionslager. Medikit haben wir schon. Gucken wir mal durchs Schlüsselloch. Ach, das war das, wo ich eben schon war. Das heißt, ich muss tatsächlich hier nach oben. Ja. Ein Glück, und ich dachte schon, das Spiel wäre nicht linear. So. Nö, hier will ich nicht hin. Ich will noch eine Etage höher. Oh, geht's hier raus? Ruhe bewahren. So. Okay. Hier ist aber wahrscheinlich kein Sprengstoff, oder? Hier steht wieder nur das übliche Fahrrad. Hm. Und hier kommen wir nicht rauf, weil... Okay, ich kann pfeifen. Ich dachte, ich kann springen, aber Ruhe bewahren. Moment. Sie ist eine der wenigen Frauen, die pfeifen kann, ohne ihre Lippen im Gesicht zu benutzen. Hört ihr? Es kommt von weiter unten, das Geräusch. Ist da... Hat er eben irgendwas... Oh, da blitzt doch was. Ha! Sammlerstück! Ein Teleskop. Ein altes, aber gut erhaltenes Fernrohr. Hm, passend zum Pfeifen. Sicherlich ein wertvolles Sammlerstück. Ja. Vielleicht auch nicht. Moment. Kurz mal schleichen. Und jetzt wieder schneller gehen. Ich will, dass er quicksaved. Na? Quicksave? Quicksave? Kein Quicksave? Och, Menno. Ich wollte das... ich wollte Quicksave. Hier war doch... Morphium? Ja, ist voll. So, gut. Schade, ich dachte, er würde jetzt quicksaven. Das kann ich leider nicht auf eine Taste legen. Oh, sollte vielleicht wieder anfangen zu schleichen. So, gut. Gucken wir mal. Da ist der eine. Okay. Das war das. So. Ich hoffe, das waren die einzigen beiden hier. Weil wir nämlich in dem Spiel nicht wirklich viel Munition haben. Eigentlich hatte ich erst vor, die Lampe da zu versuchen auszuschießen, aber dann ist dieser Penner einfach reingelaufen. Okay, gut. So hätte es wahrscheinlich funktioniert.
Ich weiß nicht, ob es in dem Spiel auch eine Lösungsmöglichkeit gibt. Block. Ja. Wir wissen ja, wie ich schon sagte, sie pfeift nicht mit den... War da hinten noch? Da war doch noch eine Tür. Ja. Okay. Durch Schlüsselloch gucken. Da ist einer. Okay. Den kann man mit einem gezielten Kopfschuss ausschalten, glaube ich. Oh nein, da ist noch einer. Okay, da sind zwei. Das ist also blöd. Das heißt, ich gehe mal andersrum. So. Da ist auch einer. Könnte der sich mal umdrehen? Genau, das ist doch schön. Dreh dich um und geh weg. So. Hast du auch immer so einen schlechten Lust? Kann dir die Tür mal aus dem Bild gehen? Ich krieg kaum noch Luft. Nee, aber ich hab ständig Ohrensausen. Warum warst du heute nicht in der Kantine? Zeug schmeckt wie die Socken vom Sturmführer. Okay. Ich glaube, den nehmen wir mal mit. Damit das nicht so auffällt. So. Hüpp. Deinen Kollegen nehmen wir auch mal mit. Schleifen die mal hier hin. Hier läuft einer rum, man sieht ihn nie, aber man kann ihn hören. Da, still, jetzt redet er wieder. Hörst du das? Spinnst du? Ich höre nichts. Was sagt er denn? Das Feuer brennt, verschlingt meine Seele. Das Ende ist nahe, das Schlachten hat gerade erst begonnen. Hörst du das wirklich nicht? Okay, der ist immer noch da. Und da ist auch noch einer. Ich sollte mich eher um die beiden da kümmern. Schauen wir mal. Die Tür ist wieder zu. Gut. Können die mich nicht sehen? Weil hier ist ja schön beleuchtet wieder alles. Der kommt jetzt wieder her. Da ist sein Kollege. Okay. Keiner von beiden kann uns sehen. Gut. Da wir sind ja im Schatten. Das heißt theoretisch. Okay, der geht dahin. Zap. Scheiße, eine Kugel verschwendet. So. Okay, die beiden sind wir los. Dachte, das wäre ein Schrank. Das ist nur eine Tür. So, schleifen wir den mal weg. Mir gehen die Kugeln aus. Ich habe nur noch zwei. Ich möchte die lieber von hinten töten. Nicht von hinten. Oh, der hatte Gesundheit dabei. Bringt mir aber leider nichts. So, hin mit dir. Okay. Da ist auch ein Durchgang. Da hinten blinkt doch was. Das sieht doch aus wie... Morphium. Wer braucht denn dieses ganze Morphium? Oh, hier sind wieder Glasscherben. Okay, hier scheint nichts zu sein. Okay, da können wir rüberklettern. Gut, währenddessen kann ich auch die Kamera bewegen, aber diese komischen weißen Flackereien da, weiß ich nicht, was das sein soll.